Er teilt sich auf. Ratte kommt, wir töten Ratte. Ratte tötet die Geteilten. Hey Leute, willkommen zurück zum Retro-Shooter Willwalk. Wir ballern uns hier mal wieder unterirdisch durch. Wir haben nämlich letzte Folge nicht damit gerechnet, dass wir nochmal in die Katakomben kommen. Aber okay. Wenn das Game sagt, wir müssen hier runter, dann gehen wir hier runter. Okay. Okay. Machen es ganz klassisch, wie letztes Mal. Ganz klassisch. Wir werden die Speicherfunktion nutzen. Wenn wir sie schon haben. Was kommt? Ah ja. Skeletti. Netti Skeletti. So, was geht hier ab? Gibt's hier was? Hier gibt's gar nichts. Außer ein bisschen Energie. Müssen wir jetzt darüber oder darunter? Oh. Okay, die Dinger haben echt ziemlich viel Damage. Los Ratos. Los Ratos, was ist los? Ihr spawnt einfach aus dem Nichts. Ja, die spawnen einfach so. Okay. Aber die haben uns ordentlich Rüstung gekostet, die Viecher. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Achso, hier vielleicht? Hä? Wir können auf jeden Fall hier hin, aber... Aber wie richtig sind wir hier? Oh, Rüstung. Sehr nice. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nein, wenn hier Gegner sind, muss das der richtige Weg sein. Kommt der denn her? Also in diesen Vasen aber nie was drin ist. Schade. Aber sind wir oben, ja? Oder wie? Ah. Ach, jetzt sind wir hier in der Mitte. Jetzt sind wir wieder in unserer Arena von letzter Folge. Hä? Ich muss sagen, ich hab doch einen gehört. Lol, Schattenfehler. So, wir haben jetzt das Ding, aber was bringt uns das? Können wir jetzt... Können wir jetzt hier irgendwo durch? Da? Nein? Oder da? Oder müssen wir doch wieder da hoch? Da oben waren ja auch mehrere Türen, die zu waren. Aber wir können aber hier rein. Waren wir hier schon mal? Okay. Offenbar nicht. Ich weiß genau, diese Schalter haben wir noch nicht aktiviert. Wo kommt denn... Oh. Da kommen die Pfeile her. Die schießen aber ziemlich treffsicher, die Dudes. So eine kleine Schato, die ballern hier durch. Da ist noch einer.
Yes. Was ist hier noch? Ah, Munition. Einfach nur Munition. So, in der Sequenz war da ein Hebel, ja. Der müsste vielleicht die Brücke runterlassen. Da sind wir runtergejumpt. Okay. Ah ja. Dachte ich mir, die Zugbrücke geht runter und wir können jetzt hier lang. Und dahin. Und ist aber nur Wasser. Okay. Achso, das Level war's. Wir haben null Geheimnisse gefunden. Wow. Ja komm, bis auf 6 Gegner haben wir alle gekillt. Ist doch nicht verkehrt. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Alles klar. Wir starten mitten in den Gegnern. Macht man so. Ein komplett neuer Soundtrack. Sieht aus wie so eine... komplett neues Level auch natürlich. Ein bisschen aus wie eine Mine. Jo, alles komm. Könnten die Gegner natürlich auch über einem stehen. Wie da. Alles klar. Oder wer weiß wo. Hm? Hm. Da waren ja noch ein paar Ratten über. Aber die Schrot ist wirklich besser gegen die Teile. Definitiv. Das habe ich gar nicht geguckt. Kann man hier irgendwo hoch? Hm. Sieht nicht so aus. Oh. Nirgends hoch. Doch, da. Wie komme ich denn da ran? Von oben vielleicht. Obwohl, die Energie brauchen wir gar nicht. Hm. Vielleicht. Wow. Wow. Okay. Nur eine tote Ratte ist eine gute Ratte. Da ist nichts. Wir können ja nur da lang. Oh, Larry, bist du das? Liegt? Nein? Ha. Ey, laufen wir jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurück? Ja, aber halt oben, ne? Sozusagen. Ah, da können wir rein. Da könnten wir versuchen, rüber zu springen. Hm. Schwierig zu sagen. Wir haben ja das in der einen Folge was gehabt, das war optional und haben es dann verpasst, weil ich woanders lang gegangen bin. Hier sind wir einfach... Ach so, da könnte ich aber hin, oder? Geht das? Ja. Toll, wir sind im Kreis gelaufen, richtig? Ja. Yay. Bravo, Schnitter, dein Nappi hat super funktioniert. Und ich renne den gleichen Weg nochmal. Mann, bin ich bescheuert. Mann, Mann. Also doch darüber. Okay. Hä? Wie geht's hier weiter? Ah. Darüber oder darüber? Scheint irgendwie beides zu gehen. Probieren einen Weg nach dem anderen aus. Werden dann schon sehen, was hier gut ist und was nicht. Gefühlt ist es aber fast dieselbe Ecke, ne? Ja.
Das war wohl gar nicht so gedacht, dass man da durch kann. Hä? Null. Ah ja, aber kurz durch da. Ich bin nur auf der Durchreise, also haltet mich nicht auf. Hm. Da hoch, da lang, da lang, da lang, da hinten lang. Ich geh mal hier lang. Einfach voll Keulen, Bernd hier wieder ist. Leg dich doch mal hin. Ist aber nur Energie. Kann man hier irgendwie durch? Hm. Da ist nur Energie, die wir allerdings nicht brauchen. Hier geht's weiter. Genau, weil hier Keulen Bernds Bruder auf uns wartet. Okay, und die hier wieder. Ach, mit der Ratte gekillt. Er teilt sich auf. Ratte kommt, wir töten Ratte. Ratte tötet die geteilten Dinger. Oder so. Los Ratos. Ach, Keulen Bernd, habe ich dich nicht gerade schon getötet? Wie viele Brüder hast du denn? Offenbar viele. Oha, was geht? Was geht? Da brennst du vor Freude, ne? Ui. Noch mehr? Ja. Das deute ich mal als ja. Bisschen unfair ist das hier durch. Nein! Nicht runterfallen! Weiß nicht, wie viel Schaden wir dann kassieren, aber wir werden hier einfach mal turbomäßig durchjetten. Aber nicht ganz so hart durchjetten. Ah, hier vielleicht lang. Können ihn abbürnen. Er burnt uns an. Ja, und jetzt? Ist hier ein Tisch. Nein, ein Trampolin. Lass uns. Sind wir hier nicht rausgekommen? Hier sind wir rausgekommen, ne? Ja. Sind irgendwie. Au! Ich würde sagen, wir müssen dahin, weil das höher ist, oder? Ach, so hoch können wir gar nicht. Wir waren richtig, oder was? Ja, aber er fliegt halt einfach zu hoch. Er fliegt zu hoch, wenn man da hochdumpen will. Weil wir auf der Fackel landen. Ah ja. Haben wir es dann doch noch hingekriegt. Oh, Keulen Bernd. Keulen Bernd und Messer Joe. So nenne ich euch ab jetzt. Keulen Bernd und Messer Joe. Was ist hier, Keulen Bernd? Ja. Was? Er hat nicht gern Messer im Rücken. Da oben ist noch einer. Guten Flug. Fehlt eine Postkarte, wenn du da bist. So, da ist nix. Okay. Darüber können wir bestimmt nicht. Gut, dann jetten wir hier oben lang. Nee, da kommen wir niemals rüber. Aber wir können hier überall hoch. Oh Mann, da habe ich was gehört. Ja. Wusste ich's doch. Noch funktioniert mein Gehör. Also noch gerade so eben, aber noch funktioniert's. Was hier? Das ist gar nichts. Also geht's hier lang. Na? Geh auch da rüber. Wollte nicht zu weit, weil ich nicht bald wieder runterfallen.
Ob ich da überhaupt runter kann? Da brennt irgendwas. Keine Ahnung warum. Aber ich schätze, wir sollen hier lang. Der Gegner bestätigt meine Theorie. Definitiv bestätigen die Gegner die Theorie. Wir sind hier richtig. Na, ihr Ratten. Was ist los mit euch? Waren das alle? Yep. Okay. Hä? Okay. Oh nein. Los, Rathaus. Los, Rathaus. Die Dinger sind ziemlich heftig. Ein bisschen mehr Platz zum Ausweichen wäre echt geil. Aber... das wäre jetzt so einfach. Jetzt bräuchten wir mal wieder Rüstung. Kriegen wir irgendwo welche? Rüstung? Hallo? Nein? Miep. Alter. Was solltest du da eben noch machen? Ja, wow, du kriegst Energie und... hier kann man rein. Ist das der richtige Weg? Ja, ne? Okay, das war ein bisschen unfair eben, aber alles klar. Hä? Ist das richtig? Wo wir sind? Ich habe gerade keinen anderen Weg gesehen. Es sieht Jutes hier so auftauchen, ist dann auch okay, aber dass der Gegner im Endeffekt in einem drin spawnt. Das war halt nicht ganz so toll. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Munition, Energie nur. Also mehr oder weniger immer den Fackeln. Oh, Rüstung. Premium. Ja, Kollenbären, da bist du ja wieder. Wollte eine Suchanzeige starten, wo du denn bist. Ah, da kamst du doch nochmal wieder. Okay, da ist ein Aufzug mit, ich wollte gerade sagen, wenig Bewachung, aber es durften noch mal ein paar unfair platzierte Gegner kommen. Warum auch nicht? Ist hier oben noch was? Oh ja. Wenn ich nicht zu doof dazu wäre, darauf zu springen, hätte mir uns das auch holen können. Feuerballwerfermunition. Schön. Müssen wir das noch benutzen? Können wir das benutzen? Ja, wir sollen da bestimmt rein in diesen Aufzug. Aber was uns da erwartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.